Hallo, wir wollen eine Ebenengleichung in Parameterform aufstellen. Was ist überhaupt eine Ebene mit Vektoren in der analytischen Geometrie? Wie sieht dafür eine Gleichung aus? Wie stellt man die auf? Wie rechnet man damit? Das sind genau die Fragen, die wir klären wollen. Das heißt also, als erstes hat man natürlich eine Ebene. Das wäre zum Beispiel hier dieses Ding. Diese Ebene kann man aufstellen. Dazu braucht man immer drei Punkte. Nennen wir die Punkte mal A, B und C. Bei einer Geraden brauchte man immer zwei Punkte und bei einer Ebene braucht man immer drei Punkte. Das kann man auch sehr schön merken. Wenn ihr nämlich drei Punkte nehmt und auf den Tisch legt, könnt ihr immer die Ebene wirklich dadurch darstellen. Oder ein dreieckiger Hocker, Entschuldigung, ein Hocker mit drei Beinen, der kippelt eben auch nie, der steht immer eben. Also wir brauchen drei Punkte und dann müssen wir natürlich, genau wie bei den Geraden auch, wir brauchen erstmal einen Punkt oder einen Stützvektor, der die Ebene überhaupt erstmal stützt, der überhaupt erstmal sagt, wo soll die Ebene überhaupt aufgehängt werden. Und dann brauchen wir, um die Ebene zu beschreiben, eben jetzt zwei Richtungsvektoren. Das heißt, wir brauchen diese Richtung einmal in AB-Richtung und wir brauchen diese Richtung in AC-Richtung, um in einer Ebene jetzt eben jeden Punkt beschreiben zu können. Deswegen nennt man diese Vektoren eben jetzt auch Spannvektoren. Sie spannen eine Ebene auf, so zum Beispiel. Dann weiß man genau, das ist die Ebene, die dadurch aufgespannt wird. Oder die können auch so liegen. Dann weiß man, diese Ebene wird entsprechend aufgespannt. Okay, das heißt, also wir können jetzt hier die Ebenengleichung sagen. E Doppelpunkt. Vektor x ist gleich Vektor a, da könnt ihr klein a nehmen, oder eben oa. Plus s mal Vektor u, der eine Spannvektor, oder eben als Spannvektor Vektor ab. Und Vektor v, der zweite Spannvektor, oder eben der Vektor ac. Das geht beides wunderbar. Und vorne schreibt man eben immer e Doppelpunkt, damit man weiß, hier wird eine Ebene dargestellt. Man sieht es natürlich auch sofort, denn ihr habt ja hier s und t, denn bei einer Geraden hätte man ja immer nur einen Parameter. Und das ist auch schon genau der Grund, warum das Parameterform heißt, weil wir hier eben mit s und t, mit zwei Zahlen, mit zwei Parametern, entsprechend die Gleichung aufstellen. Okay, wenn wir das jetzt nochmal verstehen wollen, eine Ebene ist immer eine Menge von Punkten, die mit der Ebenengleichung erfasst werden. Und ganz wichtig, zu jedem s und t gehört genau ein Punkt, x, festgelegt durch s und t, beziehungsweise der Ortsvektor ox, Vektor ox, st. Das heißt, das wollen wir uns jetzt nochmal genauer anschauen. Angenommen, wir nehmen jetzt hier für das s 1 und für das t auch 1. Dann würden wir jetzt für unser ox 1, 1 hier am Ursprung starten. Am Ursprung starten und gehen jetzt oa plus 1 mal ab plus 1 mal ac. Ac dürfen wir hier auch jetzt direkt dahinter hängen, sodass dieses hier, das wäre der sogenannte Punkt x, der durch s1 und t1 dann festgelegt wäre. Nehmen wir jetzt zum Beispiel s2 und t auch 2, dann hätten wir hier den Punkt x2, 2, starten wieder am Ursprung. Wir gehen oa plus 1 mal 2 mal ab und 1 mal 2 mal ac. Dann wäre hier in der Ebene, ihr seht ja, die Ebene ist natürlich nicht begrenzt auf mein Parallelogramm, was ich jetzt so skizziert habe, sondern die Ebene geht natürlich unendlich weiter. Und das wäre jetzt der Punkt x2, 2 sozusagen. Genau, und so kann man eben in dieser Ebene jeden Punkt finden und durch diese Ebenengleichung beschreiben.
Okay, jetzt wollen wir so eine Ebenengleichung aufstellen. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt einmal einen Punkt gegeben bekommen, einen Spannvektor gegeben bekommen und noch einen Spannvektor gegeben bekommen. Dann nehmen wir die Gleichung mit den Spannvektoren und setzen jetzt entsprechend ein. Für OA müssen wir jetzt natürlich den Ortsvektor nehmen, der zu dem Punkt führt, der jetzt genommen werden soll. Also 1, 2, 3. Der Vektor U ist direkt angegeben als ein Spannvektor 1, 0, 0. Den müssen wir nur entsprechend hier reinschreiben. Und der Vektor V ist auch schon angegeben. Also sind wir schon fertig mit der Ebenengleichung. Ein zweites Beispiel, wenn wir jetzt drei Punkte gegeben haben, man sagt dazu auch oft, dass die Drei-Punkte-Form, dann nehmen wir jetzt natürlich diese Ebenengleichung, schreibt sie euch immer allgemein einmal hin, denn die Punkte können ja auch anders heißen, dann muss natürlich auch diese Ebenenform anders heißen. Das können wir gleich nochmal machen. Also, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal OA, Vektor OA, den Stützvektor, und dann nehmen wir einfach die Koordinaten des Punktes A. 1, 2, minus 3. Jetzt brauchen wir den ersten Spannvektor. Das ist ja der Vektor AB. Also muss man sich den Vektor AB berechnen. Denkt euch bitte nur B minus A, nicht hinschreiben. Ich schreibe das jetzt nur hin, damit man da immer dran denkt. Aber das ist natürlich verboten. Jetzt wollen wir also berechnen. B minus A, also 4 minus 1 sind 3. 0 minus 2 sind minus 2. 6 minus minus 3 sind 9. Vorsichtig, langsam rechnen, damit man auch die Vorzeichen immer beachtet. Jetzt kommt der zweite Spannvektor, also AC. Das heißt, wir rechnen für den Vektor AC, denken wir uns C minus A. Das heißt also minus 2, minus 2, minus 1 sind minus 3. 3 minus 2 ist 1 und minus 4 minus minus 3. Sonst nehmt ihr euch einen Schmierzettel. Minus 4 minus minus 3 sind minus 4 plus 3, also minus 1. Gut, dann haben wir auch die Ebenengleichung aufgestellt. Jetzt nochmal eine kleine Erweiterung. Das heißt, wir können jetzt auch sagen, drittes Beispiel, und es ist ein Punkt P gegeben, 1, 2, 3, ein Punkt Q, 4, 5, 6 und ein Punkt R, 7, 8, 9. Dann können wir jetzt die Ebenengleichung genauso aufstellen. Erstmal die allgemeine Form angeben. Vektor X ist gleich Vektor OP als Stützvektor plus S mal Vektor P Q. Ihr könnt aber auch PR nehmen oder QR, das ist völlig egal. Plus T mal PR nehme ich jetzt. Aber wie gesagt, da könnt ihr auch jeden anderen nehmen. So, jetzt schauen wir uns das an. Vektor X ist gleich. Jetzt müssen wir den Stützvektor plus S mal PQ ausrechnen. 4 minus 1 sind 3, 5 minus 2 sind 3, 6 minus 3 sind 3. Plus T mal, jetzt PR, also R minus P. 7 minus 1 sind 6, 8 minus 2 sind 6, 9 minus 3 sind 6. So, wenn man das sieht, und diese beiden Vektoren hier, die sind jetzt kollinear, dann ist das Ganze keine Ebene mehr.
Denn wenn wir uns das jetzt aufmalen würden, wir hätten hier unseren Ursprung, hier hätten wir unseren Punkt P, den Stützvektor, und jetzt wäre ja PQ, wäre jetzt der Vektor 3, 3. Und PR wäre der Vektor 6, 6, 6. Dann sieht man schon, die beide sind kollinear. Das heißt, sie sind ein Vielfaches voneinander. Und die Vektoren können keine Ebene aufspannen. Das heißt, hier haben wir mal ein Beispiel dafür, dass eine Ebene gar nicht aufgespannt werden kann. Hier würde eben nur eine Gerade aufgespannt werden. Okay, das ist ein ganz wichtiges Beispiel. Und jetzt noch ein Beispiel, was funktioniert. Das heißt, ihr habt den Punkt P, 1, 2, 3, den Punkt Q, 4, 5, 6, das geht. Und jetzt R machen wir minus 1, 0 und 4 oder sowas. Das heißt, jetzt wollen wir die Ebenengleichung angeben. Ihr notiert wieder die Ebenengleichung. OP plus SPQ plus TPR. Ihr könnt euch auch eine Skizze dazu machen. Hier ist der Ursprung. Hier haben wir P, hier haben wir Q und hier haben wir R. Das heißt also, hier würde entsprechend jetzt hier diese Ebene aufgespannt werden. Wir brauchen also den Stützvektor OP. Das heißt, unsere anderen hieß ja OA, aber wir nehmen natürlich jetzt die Variablen von den Punkten, die wir auch gegeben bekommen haben. Der eine Richtungsvektor heißt jetzt PQ und der andere Richtungsvektor heißt PR. Und dann können wir entsprechend eintragen. 1, 2, 3 plus S plus T. Und jetzt müssen wir ausrechnen. Den hatten wir ja gerade ausgerechnet. Und jetzt müssen wir noch PR, also R minus P, minus 1 sind minus 2. 0 minus 2 ist minus 2. Und 4 minus 3 ist 1. Ah, das wäre schon fast wieder schief gegangen, dass die kollinear sind. Aber zum Glück war die Z-Koordinate dann nicht mehr so, dass sie kollinear sind, die beiden Spannvektoren. Ja, ihr seht, das ist gar nicht so schwer, eine Ebenengleichung aufzustellen. Okay, das war's. Dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg.